Hi und herzlich willkommen hier zurück mit dem zweiten Spiel im Cup Cerberan gegen Battleboy hier in dem Finale. Und wir lassen uns mal überraschen, Cerberan hat hier Battleboy im letzten Spiel mit einem sehr, sehr schönen Makro-Spiel an die Wand gespielt. Und wenn Cerberan hier wirklich nachsetzen kann, ist das natürlich sehr, sehr bitter, denn das hier ist ein Best of Three. Und Cerberan hat das erste Spiel, wie gesagt, auf Crossfire schon gewonnen. Und wir werden jetzt mal hier sehen, was Battleboy sich vorstellt. Das hier ist natürlich eine Vierspieler-Map, die beiden in Close Air Position. Und Cerberan wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel da mit seinen Protektoren, mit den Stalkern und den Immortals. Er hatte quasi keine Zealots in seiner Armeekomposition. Er hat auch nicht auf höhertierige Units gesetzt, also irgendwie Stargate oder Robodoc waren quasi nicht zu sehen. Und jetzt wird sich zeigen, wie Cerberan diese Runde hier spielt. Es wird auf jeden Fall wieder, denke ich, eine Taktik sein, die man sich mal ruhig grob abgucken kann, was die Build-Order angeht, denn das sah immer relativ gut ausgeführt aus hier bei Cerberan. Keine großen Probleme, was das Supply anging, dass er da Supply-Block war. Ich meine, eine Stelle haben wir da mitbekommen, aber ich denke, da gibt es schlimmere Sachen, vor allem wenn ihr, so wie ich, in den unteren Ligen spielt. Mal sehen, wenn ihr wirklich Lust drauf habt. Ich habe vor, mal wieder ein bisschen zu laddern. Dann könnt ihr das gerne euch anschauen. Ich habe es ja schon in einem Video jetzt letztens mal angesprochen, dass ich das mache, sobald mein Internet wieder funktionsfähig ist. Und oh, schön hier hinten mit dem Supply Depot in dem Rauch hier gegen Drops, gegen versteckte Pylonen. Und dann könnt ihr euch das gerne mal angucken, denn ich denke, es gibt jetzt relativ viele Spieler, die wirklich das Problem haben, dass sie irgendwo in der Bronzeliga festhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. Oh, schön hier den Bunker gescoutet, versucht jetzt in dem WBF sich rauszufangen, aber das klappt nicht mehr. Das heißt, hier kann er wirklich davon ausgehen, dass Battleboy hier irgendwas vorhat, was Cerberan ganz und gar nicht ihm durchgehen lassen möchte. Battleboy kann jetzt hier auch wieder nichts Besonderes scouten. Finde ich sehr gut, dass er hier den Rauch mit scoutet, denn häufig genug steht da mal was drin. Der Kybernetikkern ist da. Er sieht noch nicht, dass er hier arbeitet, denn im Moment fehlt hier das Gas auch noch. Aber jetzt könnte es sofort mit dem nächsten Gas losgehen. Ah, schön, da war das Gas kaum da. Jetzt hier Fast Expand von Battleboy. Warum er dafür den Bunker hier hinsetzt, sei natürlich fraglich. Denn letzte Runde hat Cerberan hier auch nicht allzu früh Druck gemacht. Konnte jetzt hier allerdings den WBF abgreifen mit einem Zealot. Und das ist natürlich echt nicht schlecht, denn 2-2-5 für den Berserker und 2-8-1 für den WBF. Das heißt, wenn das Ding einfach in Bewegung geblieben wäre, wäre das nicht verreckt. Oh, und noch keine weiteren Einheiten hier für Cerberan auf der Karte. Der Stalker und der Zealot sollen es reißen. Aber mit 3 Marines in einem Bunker wird das, denke ich, einigermaßen problematisch. Es sei denn, die Probe hat hier irgendwas vor, was ich mir nicht vorstellen kann, dass da wirklich allzu viel von ausgehen wird. Was er aber definitiv hier schaffen kann, ist, dass er hier die Expansion verhindert. Und noch ein zweiter Bunker und hier mega Pull-Off von Battleboy. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Battleboy hier so elegant spielt. Ich glaube, er hat hier ein bisschen Panik, weil er das letzte Spiel so entscheidend verloren hat. Und ohne jetzt in meinen Augen den Riesenfehler zu machen. Spielt jetzt hier also sehr, sehr defensiv. Guckt euch das mal an hier. Die 7 WBFs. Naja, 6 WBFs machen hier überhaupt nichts und stehen nur rum, um möglicherweise zu reparieren. Falls es notwendig sein sollte, baut jetzt hier noch einen Bunker. Und ich weiß nicht so wirklich, was er hier vorhat. Keine Arbeiter in der Raffinerie. Also irgendwie hier mit Stargates oder sowas kann ich mir gerade nichts vorstellen. Cerberan wieder absolut nur in den Ground Units, morpht jetzt hier die beiden Warp Gates, baut hier wieder zuerst die Robo Bay, also ein ganz ähnliches Bild wie letzte Runde mit den beiden Warp Toren, dann der Robo Bay, dann der, wobei die Expansion fehlt, und dann
noch weiteren Warp Gates, um hier einen starken Follow-up zu haben. Auch hier wieder der Beobachter, ganz klare Sache, wieder standardmäßig direkt, als das Ding fertig ist. Und holt sich jetzt hier, Battleboy holt sich jetzt das Maschinendock. Doppel Factory Play. Ich weiß nicht so wirklich, was er hier vorhat auf der 8-Minuten-Marke. Aber es ist bestimmt nichts Gutes. Zerboran, jetzt mit der Expansion, die ersten Immortals kommen raus. Also wirklich sehr, sehr ähnlich wie letzte Runde. Der erste Raketenturm kommt jetzt, aber Zerboran wird ja alles sich angucken können. Gar kein Problem. Wird hier die beiden Factories sehen, wird er das Tech-Labor dran sehen. Wird hier auch die Satellitenzentrale sehen und beide sind hier richtig hart am Pumpen, was hier die WBFs angeht. Da ist natürlich eine interessante Information und was hier Zerboran natürlich auch sehen kann, ist, dass hier biotechnisch wirklich alles sehr, sehr mau aussieht. Die Bunker sind voll, aber Zerboran sieht hier, okay, nur eine Kaserne und das war's. Er versucht hier also vielleicht seinen Gegner ein bisschen auszumakron. Und das Warp-Prisma ist dabei. Das könnte auf jeden Fall interessant werden. Und Zerboran bleibt hier weiter mit den beiden Warp-Gates und der Factory zurück. Mal sehen, was sich daraus ergibt. Diese Probe hier hinten steht auf jeden Fall bereit, um hier vielleicht einen Proxy-Pylon zu setzen. Hat er jetzt hier den den Beobachter schön hier rausgezogen wieder. Hat wieder nur 2 Schuss abbekommen. Seine Beobachter hier haben auf jeden Fall, ist gut drauf. Hier gibt es kaum noch einen Vektor, wo sich der Beobachter wirklich gefahrlos aufhalten kann. Und 2 Tanks und Battleboy ist wieder Supply Block, baut jetzt hier wieder 2 Supply Depots gleichzeitig. Das ist natürlich eine bittere Geschichte. Jetzt hier ein Proxy Warp-In für Zerboran. Einiges an Stalkern, 4 Protektoren und 1 Immortal. Wie sieht es hier oben aus? Der Immortal wird jetzt hier noch rausgepumpt. Ich denke, auf den wird er noch warten wollen. Zumal er halt weiß, dass es hier mit Bio-Einheiten wirklich nicht allzu viele sind, sondern sehr, sehr viele Tanks. Hat jetzt hier oben den Observer verloren. Jetzt da ist das Warp-Prisma, aber das ist nur Decoy. Wobei er das hier jetzt trotzdem verliert. Er greift hier eigentlich vorne an. Das ist natürlich bitter. Die gesamten Bunker sind leer. Jetzt kann er hier vorne wirklich schönen Druck machen. Der eine Marine, der noch steht, ist platt. Da sind die WBFs. Was kann er hier machen? Er kann den einen Bunker hier schön abspalten von den Einheiten und verliert hier am Ende noch gegen den gesiegten Tank einen Stalker. Guckt euch das an. Ob das es allerdings wert war hier gegen dieses, das eine Warp-Prisma, das hätte er noch zurückziehen können. Ich weiß nicht, warum er das da unbedingt verlieren wollte. Lass uns das mal anschauen, ob er da einfach gerade seine Augen woanders hatte, bei seiner Attacke unten zum Beispiel. Noch ein zurück und auf Zerborans Camp. So, hier kommt der Angriff, noch einen zurück und ich schätze fast noch einen zurück, ja. Okay, Zerboran kommt mit dem Warp Prisma, baut es da auf, alles gar kein Problem, schaut sich das Ganze an und jetzt sieht er die ganzen Marines. Nein, er hat das Warp Prisma da tatsächlich absichtlich verrecken lassen, um hier mit seiner Main Army vorne Druck zu machen. Der zweite Immortal war nicht dabei, der kommt jetzt gerade an, aber das ist auch absolut in Ordnung. Er hat hier den Bunker gekickt und hat hier jetzt auf jeden Fall ein wenig gesehen, womit er es zu tun hat. Ohne hier mehr als einen Stalker und ein Warp-Prisma zu verlieren. Liegt jetzt hinten, was die Mineralien angeht, aber was soll's. Jetzt beide anderen Bunker hier wieder verwertet. Es wird hier wirklich Zeit für die Expansion, da kommt sie auch. Und die Probe steht allerdings daneben. Wenn da jetzt der Move-Out schlecht kommt, er hat hier genug Energie für ein paar Force Fields. Wenn er das hier scouten sollte, dass hier die Kommandozentrale kommt, kann er damit rechnen, dass die Armee bald hinterherkommt und kann da wirklich was gegen machen. Der WBF wird hier platt gemacht, bevor der Bunker tatsächlich angefangen hat. So, da kommt die Kommandozentrale. Die wird direkt zurückgeschickt. Da könnte jetzt ein schönes Force Field kommen. Verliert hier vielleicht den Protektoren einfach nur, weil er ihn nicht bewegt. Da kommt der Angriff. Ja, schöne Force Fields jetzt. Allerdings die Tanks von hinten natürlich mit genug Vision, um hier vorne Druck zu machen. Die Armee von Zerboran reicht aber einfach aus, um hier Battleboy aufzuräumen. Gerade als die Force Fields fertig sind, kann er hier auf die Tanks von Battleboy gehen. Verliert hier einiges, zieht sich auch zurück hier gegen diesen krassen Schaden. Muss hier aber jetzt natürlich einen Raketenturm in seine eigene Mineral Line hier akzeptieren, den er da gebaut hat. Ich weiß nicht so wirklich,
warum ich glaube, der stört mehr, als er wirklich irgendwann hilft. Weiterer Warp-In jetzt hier. Und ich glaube, Battle Boy ist hier in gar keiner guten Position, was die Haltemöglichkeit von diesem Brückenkopf hier angeht. Denn er hat hier die Tanks zwar sehr, sehr schön aufgebaut. Aber, wobei jetzt mit diesem Tank hat er sein Glück ein wenig gewendet. Und vor allem der Bunker scheint hier fertig zu werden, denn Cerberan hält sich noch ein bisschen zurück in seiner Base. Werden jetzt hier die weiteren Warp-Knoten geaddet. Das Roboter-Dock ist fertig, die Extended Thermal Lenses werden gebaut, die ersten Kolosse sind auch auf dem Weg. Jetzt hier nochmal ein Angriff, aber das sieht nicht so aus, als wollte er wirklich sich da komplett reinwerfen, oder doch? Er kriegt hier richtig übles Shelling ab hier auf den Immortals, verliert hier wirklich gerade quasi alles. Die Einheiten sind im Bunker. Die WWFs kriegen hier auch etwas von dem Splash Damage ab. Das war es auf keinen Fall wert, außer dass er hier natürlich einen kompletten Pull-Off gestartet hat. Und jetzt fängt er hier hinten an, ein bisschen zu ärgern. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, denn warum zur Hölle auch nicht? Ein bisschen ärgern, wenn man schon sonst nichts angreifen kann, warum nicht die Raffinerie platt machen?